Guten Morgen! Dieses Video spart Euch Zeit und Geld, wenn Ihr wirklich aufmerksam zuhört, was ich sage und entsprechend das, was ich sage, auch versteht. Ich möchte heute zu einem Thema sprechen, was sehr oft missverstanden wird, und das ist Meditation. Die meisten Menschen denken, wenn sie Meditation hören, an den Drang, sich hinzusetzen und einfach nur leer zu sein. Und ja, eine Gedankenlosigkeit zu spüren. Aber diese Gedankenlosigkeit, die für viele Menschen durchaus schon eine Hürde darstellt, entsprechend habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, ist nicht das Ziel, es ist der Weg. Das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass man einfach frei von allen ist und nichts denkt, sondern dass man durch dieses Nichtdenken erst die Chance hat, das Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist Präsenz. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied in der Praxis. Denn wenn ihr das Ziel der Meditation, präsent zu sein, auf anderem Wege erreicht, wie durch pures Sitzen und das, was man gemeinhin für Meditation hält, dann ist das in Ordnung. Im Sport gibt es zum Beispiel den Begriff in the zone oder im Flow zu sein. Das ist nichts anderes als das, was man mit der Meditation erreichen möchte. Man möchte präsent sein. Das ist ein Ziel, aber wenn man meditiert, dann darf man keine Ziele haben. Und deshalb ist Gedankenlosigkeit wichtig. Wenn man ständig daran denkt, ich muss präsent werden, dann schafft man das nicht. Autosuggestion mittels Selbstaffirmation, also zu sagen, ich bin präsent, ich bin präsent, ich bin präsent, das funktioniert bei anderen Sachen, aber bei der Präsenz funktioniert das nicht. Präsenz ist gedankenlos, aber Gedankenlosigkeit ist nicht Präsenz. Und diese gedankenlose Präsenz haben sicher die meisten von Euch schon einmal erlebt, dass man in einer Tätigkeit, sei es beim Sport, bei der Arbeit oder einfach in der Natur, so präsent war. So fokussiert, dass man diese Tätigkeit, die man ausgeführt hat, egal wie simpel oder wie kompliziert sie ist, die Sportübungen, die Arbeit oder das Beobachten in der Natur, einerseits viel erfüllender und befriedigender wahrgenommen hat und auf der anderen Seite auch viel effektiver und produktiver ausgeführt hat. Und es gibt Zeiten, wo man in diesen Tätigkeiten eben nicht präsent ist und eben diese Tätigkeiten sich nicht erfüllend anfühlen, wo man eben auch nicht so gut ist. Und jeder ist diesen natürlichen Fluktuationen der Präsenz ausgesetzt. Und wenn ihr mit mir jetzt darüber nachdenkt, dann werdet ihr Euch dieser Fluktuation eben auch bewusst, dass ihr mal präsenter seid und mal nicht präsenter seid. Und wenn ihr dabei rekapituliert, was sich in Eurem Kopf abgespielt habt, wo ihr diese starke Präsenz gespürt habt, dann werdet ihr immer an eine unglaublich geistige Entspannung und ein Loslassen Euch erinnern. Eben das Nichtdenken. Entsprechend ist das Nichtdenken wichtig, aber es ist nicht das Ziel einer Meditation. Es ist Voraussetzung, es ist der Weg. Und Ruhe in einem kleinen Häuschen am Wald mit natürlichen Klängen, angenehmer, stressfreier Atmosphäre und geregelte Sitzposition und einen Meister zu haben, der einen anleitet, hilft da durchaus Präsenz zu erreichen. Aber man kann Präsenz auch beim Schulbinden, auf der Arbeit, wenn einen der Chef anbrüllt oder beim Toilettengang erreichen. Die Meditation und die Gedankenlosigkeit ist eine Möglichkeit, die Präsenz zu erreichen, aber eben auch nicht die einzige. Und Präsenz ist auch nicht Erleuchtung. Viele erhoffen sich von der Meditation eine Erleuchtungserfahrung und ordnen diese Meditation gedanklich eben so ein, obwohl es natürlich möglich ist, auch während einer Meditation erleuchtet zu werden, so ist es nicht durch die Meditation forcierbar. Ich weiß, dass es diesbezüglich auch andere Meinungen gibt, aber das kommt meiner Meinung nach daher, dass viele Menschen,
Präsenz und Erleuchtung verwechseln. Präsenz kann man trainieren, wie man auch Muskeln trainieren kann. Man kann durch Fokussierungsübungen und generell einer Bewusstheit den Grad seiner Präsenz während einer Meditation und auch im täglichen Leben stetig erhöhen. Und das ist auch das, was ich selbst erfahre und die Erfahrung, die ich auch in meinen Sessions weitergebe. Aber Erleuchtung sind ganz singuläre, schlagartig, nicht forcierbare Erfahrungen, die zumindest für den menschlichen Geist und seinem Verständnis komplett unvorhersehbar und plötzlich erscheinen. Natürlich wird diesen Erfahrungen auch eine gewisse Gesetzmäßigkeit zugrunde liegen. Mir ist aber keine Religion oder spirituelle Gruppe oder spirituelle Handlung bewusst, die Erleuchtungserfahrungen forcieren können. Und neben dem Abnehmen habe ich auch in diesem Bereich auch schon sehr viele praktische Erfahrungen gemacht. Und wenngleich durch jede Religion und spirituelle Vereinigung derselbe Grundtenor durchscheint, wird er doch in den verschiedensten Weisen kastriert, vergewaltigt und ad absurdum geführt. Die Gründe sind oftmals finanzielle, existenzielle Interessen der Glaubensgemeinschaften, besonders starkes Ego der Glaubensfigur oder einfach nur die fehlende Demut vor der Begrenztheit des Denkens. Also Präsenz ist das Ziel der Meditation. Gedankenlosigkeit und damit auch der Verlust der Zielformulierung Präsenz ist der Weg der Meditation. Erleuchtung hat mit alledem gar nichts zu tun. Aber warum will man denn überhaupt präsent sein? Shinzen Yang, einer von den Menschen, die durchaus meine Auffassung der obigen Zusammenhänge teilen, hat das mal so formuliert. Wenn du einem Menschen anbietest, dass er jeden Tag eine Stunde meditieren muss, dafür aber 100 Jahre länger lebt, dann würden zweifelsohne die meisten Menschen sofort Ja sagen. Und es ist zwar so, dass Meditation de facto einen lebensverlängernden Effekt hat, allerdings ist dieser Effekt minimal und wohl eher der generellen Lebensweise eines entsprechenden Menschen zuzuordnen. Aber wenn man den Anteil an erfüllenden Handlungen über den Tag verteilt erhöht, dann erhöht sich eben auch die Lebensqualität immens. Die Effizienz in den Handlungen, ausgelöst durch eine präsente Handlung, steigert dann zusätzlich noch die Handlungen selber, also die Anzahl der Handlungen, sodass man gefühlt mehr Zeit zur Verfügung hat und tatsächlich eben auch hat. Ich erinnere mich da vor einigen Wochen an eine Frau, die mich aufgrund meines subjektiv hoch wahrgenommenen Arbeitspensums in den Kommentaren gefragt hat, sag mal Christian, mein Tag hat nur 24 Stunden, wie viele Stunden hat denn dein Tag? Das liegt daran, dass ich präsent bin bei den Dingen, die ich tue und das mittlerweile zu einem sehr hohen Anteil. Es gibt idealerweise keine Zeit des Tages, die einfach so vorbeistreift, wo ich nicht präsent bin. Jede Minute ist gefüllt und zwar voll Lebendigkeit, voll Präsenz. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Und wenn ich bade, dann bade ich. Wirklich präsent zu sein heißt fokussiert zu sein. Und um fokussiert zu sein, und das ist sehr, sehr wichtig, muss man im Geiste entspannt sein. Und nur dann kann man den Tag mit Arbeit voll knallen bis zur letzten Minute und trotzdem komplett den ganzen Tag entspannt sein. Nie Urlaub brauchen, 365 Tage im Jahr, 14 Stunden am Tag arbeiten, weil der Geisteszustand entspannt bleibt. Und dafür ist Meditation ein erster Schritt. Genau wie Gedankenlosigkeit innerhalb der Meditation nicht das Ziel, sondern der Weg ist, ist Meditation selber auch nur ein Weg zum Ziel. Zum Ziel der Präsenz. Der Präsenz im Leben. Und erst wenn ihr das verstanden habt, solltet ihr euch hinsetzen und meditieren. Denn ansonsten nehmt lieber
ein heißes Bad oder legt euch schlafen. Weil wer Meditation nicht versteht und den Sinn, der darin liegt, der verschwendet seine Zeit. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Klarheit in den Begriff der Meditation, der Gedankenlosigkeit und der Erleuchtung bringen und auch die Relation zueinander. Ich verweise heute mal absichtlich nicht auf weitere Videos von mir, um euch wirklich mal die Chance zu geben, das Video noch einmal gedanklich ablaufen zu lassen und diese grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen diesen drei Begriffen auch wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.